Nun, wir sollten auf jeden Fall den Folianten und die astralen Geheimnisse mitnehmen. Das sind interessante Bücher. Eine weitere Sternkundeprobe, eine Stunde später von Magistra Kohlrab. 15 Punkte. Dann seid ihr bei 45. Ich habe wieder 7 über. 7, 45 und 7 sind 42. Und Abel, wie 45 wir und 7 sind 42. 52, ne? Und 50 brauchtet ihr. Gut. Dann nach 3 Stunden. Ravim ist ziemlich genervt, sitzt einfach nur noch unten auf den Trümmern und ja, du hörst von oben die leisen Stimmchen. Und tatsächlich befindet sich wohl das alte Jerkesch ziemlich genau in der Nähe von dem neuen Jerkesch. Zudem findet ihr heraus, dass ihr den Erben, den wahren Erben der beiden Geschlechter braucht, um den Terelion-Tetraeder zu benutzen. Denn das ist, ja, das ist nicht die Verwendungsart, aber nur ein wahrer Erbe der Niobara und des Grafen können diesen Tetraeder benutzen. Kann ich auf Sagen und Legenden werfen, ob ich weiß, dass ob Niobara überhaupt Kinder hatte, offiziell? Ja, Es gibt ist ja diese erschwert. Kammer, ja. Ist erschwert, aber ja. Um wie viel? Oder soll ich erstmal Mach mal, würfeln? mach mal. Ich würde sagen so 12 oder so. Also Wissen über Neobara würde ich ja sagen so 7. Und irgendwelche unbedeutenden Kinder. Ich Gibt's ja. 17. Also es gibt halt den Zirkel der wahren Erben von Niobara, ob das alles, also es sind alles Frauen, alle Sternkundlerinnen und viele sind von denen magisch oder Hesinde geweiht, aber ob die wirklich mit dem verwandt sind, diese Spur muss sich sehr zerfasert haben in den letzten 400 Jahren. Also es wird sehr schwierig sein, die wiederzuerkennen, aber du blickst nochmal auf das, was Boltax ganz am Anfang gefunden habe, deutest nochmal drauf, sie muss das Zeichen der Schlange tragen. Was das wohl bedeuten mag. Was? Ihr tragt auch ein Zeichen der Schlange, nicht wahr? Das ist richtig. Ja, und ich würde mal meinen goldenen Schlangenring entblößen. Meint ihr, ich bin damit gemeint? Nein, ich fürchte nicht. Es muss Nun. ein Erbe der Niobara sein. Nun, wenn man die Person daran unmissverständlich identifizieren kann, dann muss es irgendetwas Körperliches sein. Keine Ahnung, vielleicht eine Verfärbung der Haut oder etwas in der Art. Oder vielleicht nehmen wir es auch zu wörtlich oder nicht wörtlich genug, wer kann das sagen? Nun, wer weiß das schon? Aber nun, aus dieser Verbindung ist offenbar ein Kind hervorgegangen und nun, wenn es diesen wahren Erben geben sollte, dann müsste sich diese Blutlinie bis in die Gegenwart fortsetzen. Ah, ich verstehe, worauf ihr hinaus wollt. Wir sollen ein Artefakt bauen wie das Mylanische Pendel, um damit auszupendeln, wo die betreffende Person sich aufhält. Stimmt, das hat sehr gut bei Rohaya funktioniert. Ich finde, das könnten wir einmal ausprobieren. Und wie Also wollt ihr gut. das? Wir wissen natürlich, das Madamal, wenn es sich verdunkelt. Das Madamal, der Mond, eine Mondfinsternis. Nur so kann es sich verdunkeln. Ja. Ansonsten wäre dieses Ereignis jedes Mal einmal im Monat. Ich denke nicht, dass das der Fall ist. Wenn sich der Söldner mit der Stute vermählt, das habt ihr bereits andeuten lassen, eine ungewöhnliche Konstellation. Der Wandelstern Kor wird mit dem Söldner assoziiert, befindet sich untypisch für ihn im Sternbild der Stute. Das ist eine sehr ungewöhnliche Konstellation, wie gesagt, und leuchten beinahe so hell wie das Madamal. Im Himmel, wenn der Sand von der Gor regnet, ja, starke Winde, die gorische Wüste ist natürlich mit dem roten Sand sehr typisch. Und das ist natürlich erst seit der ersten Borbord-Krise der Fall. Aber es muss starke Winde geben, die zumindest eine solche Wolke dann in Richtung einer Stadt blasen. Und Eventuell dann Anchopal, ja, das kann sein. müssten wir vielleicht mit einem Luftgeist reden. Wenn es jemanden gibt, der sich mit starken Winden auskennt, dann die Luftgeister. Es ist eine Prophezeiung. Ich glaube, dass sollten wir, sagen wir einfach, rot verfärbte Straßen erkennen, die vom Sand so verweht worden sind, dann wird sich diese Prophezeiung erfüllen. Zusätzlich sollte man dann in den Himmel starren. Ah, nun gut.
Das Leuchten des Wassers hattet ihr bereits richtig klassifiziert, Feuerschlick. Das muss auf Elborum deuten und damit müssen wir den Zeitpunkt anpassen, wenn Elborum rot leuchtet. Also in etwas weniger als einem Jahr. Nun, diese Prophezeiung deutete darauf hin, dass... Tja... Nun, es lässt sich doch berechnen, wann sich das Madamal verdunkelt und wann der Söldner mit der Stute vermählt. Also gleichzeitig. Wann also eine Mondfinsternis und eben besondere Sternkonstellationen sich gleichzeitig ereignen. Wenn wir dann zu diesem Zeitpunkt in Elborum wären und zufällig, nun, vom Himmel der Sand der Goa regnet und das Leuchten des Wassers auch, also Feuerschlick vorhanden ist, dann wären wir schon sehr nah dran. Gut. Vielleicht sollten... Wir müssen dann in Elborum sein und jemanden finden, der das Zeichen der Schlange trägt. Vielleicht sollten wir also einfach ausrechnen, wann wir in Elborum sein sollten. Aber seid ihr sicher, dass es Elborum ist? Denn es ist wirklich sehr weit weg von der Goa. Tja, das sind starke Winde. Nun, der Wind ist mächtig. Und in Archipel gibt es meines Wissens keine großen Wassermengen. Zwar vielleicht einige einzelne... Nun ja, so wie unten, die sind zerstörten Brunnen, aber ob die leuchten... Wusstet ich glaube, ihr, das ist für eine Prophezeiung der Niobara etwas vage. Wusstet ihr, dass der Sand der Goa bis nach bis in den Raschholzfall getragen werden kann? Ja, ihr habt recht. Warum also nicht nach Elborum? Nun, dieser Zeitpunkt wird sich sicherlich aus diesen Folianten brechen lassen. Wir brauchen etwas Zeit. Ja. Aber mir, das klingt genau nach etwas, das eurer Kompetenz entspricht. Aber eventuell haben wir diesen Zeitpunkt auch schon verpasst. Nun, wie wäre es, wenn dieser Zeitpunkt vielleicht schon vor einigen Monaten war, als wir bzw. ihr in Elborum wart? Vielleicht haben wir den Zeitpunkt einfach verpasst, weil wir das nicht wussten. Es kann also sein, dass sich weiterhin die Erbin oder der Erbe in Elborum aufhält. Nun, dann müsste er sich enthüllt haben. Wem auch immer gegenüber. Vielleicht sollten wir diese Töchter Niobaras fragen. Ja, oder wer ist denn noch mit Schlangen assoziiert? Hexen. Haben wir vielleicht eine Hexe in Elborum getroffen? Ja, haben wir. Vielleicht sollten wir mit den Hexen in Elborum sprechen. Was haben Hexen mit Schlangen zu tun? Erinnert ihr euch noch, als wir in Dapazien waren, in diesem einen Gasthaus... Und des Nächtens überfallen worden sind von einer Hexe mit einer Schlange, die sich als Sindegeweihte herausgestellt hat. Diese Hexen waren doch vom Zirkel der Chalven, oder? Ja, genau. Niobara ist eine Tochter von Chalven. Na, seht ihr. Aber wir haben auch Hexen getroffen, die sich mit Fischen beschäftigt haben oder zum Quatsch. Das war eine Lachshexe. Ja, Fische. Es gibt verschiedene Hexenzirkel. Es gibt welche, die sich mit Spinnen beschäftigen, welche, die sich mit Eulen beschäftigen und dergleichen mehr. Diese haben sich mit Chalven beschäftigt. Und Niobara ist eine Tochter der Chalven. Und wenn wir... Dann haben wir doch einige Anlaufstellen. Ja, seht ihr. Und diese Töchter Niobaras sollen auch nach dem Tetraeder suchen. Das heißt, wenn sie... Nun, dann suchen sie möglicherweise auch den Erben. Moment. Ich war der Auserwählte der Chalven, wir erinnern uns alle. Und ich trage das Zeichen der Schlange. Vielleicht bin ich es also doch. Ach, hört auf damit. Ach, dann müssen ihr wir seid ein Zwerg. Ihr könnt kein gemeinsames Kind von zwei Menschen sein. Das funktioniert so nicht. Das ist richtig. Da habe ich nicht dran gedacht. Es sei denn, das wäre natürlich wieder nur kein biologischer Erbe, sondern eher ein... Metaphorischer. Ja. Ihr seid nicht der Erbe. Ich bin der Erbe. Weißt du was, Boltax? Wir finden den Tetraeder für dich und dann finden wir es heraus. Richtig. So einfach ist das. Also, ich glaube, wir haben hier alles herausgefunden, was sich zu lösen lohnt. Fragt sich natürlich, ob ihr den Quetzlinger noch aufhalten wollt oder ob wir den Rückweg antreten. Meine Kräfte werden natürlich jetzt durch das Ableben von Ansfon nicht weiter eingeschränkt. Wie tun wir es? Ich denke nicht, dass wir diesen Kürzlinger finden werden. Er wird sich gut versteckt haben. Ich denke, es wäre alles etwas einfacher, wenn wir besser mit den Einheimischen kommunizieren könnten. Ja, aber ich kann das nicht.
Ja, das macht das leider sehr schwierig. Es bedeutet aber auch, dass wir diese Menschen dem Dämon ausliefern, wenn wir einfach gehen. Nicht zwangsläufig. Denn er hat vermutlich gar kein Interesse an ihnen, oder? Was hat er denn davon, wenn wir im nächsten Hafen ein paar Helden anwerben? Das ist eine gute Idee. Machen wir einfach einen Steckbrief in der nächsten Taverne und suchen nach Helden, die einen großen Dämon aufhalten. Geben wir ihnen 100 Dukaten und sollen die das machen. Ja, so habe ich es schon mal gemacht. Da habe ich ein wichtiges Artefakt stehlen lassen. Ach so? Ja, nein. Was hat sie stehlen lassen? Jalan ist ja nicht da. Es hat sich um den Schädel gehandelt. Ach, wollte ihn benutzen. Meint ihr? Ja, ja. Als ihr unser aller Unterschriften... nicht so wichtig. Wollt ihr noch beim Bild vorbeigehen? Vielleicht, dass ihr es auch einmal gesehen habt, Magistra? Eine gute Idee. Wartet, ich nehme mir noch ein Andenken von hier mit. Ja, und ich würde mir gerne an diesem großen Fernrohr, was wir hier haben, dieses kleine Fernrohr abhaben. Oder das hier. Ja, ist okay, kannst du machen. Die Kugel von Answon ist natürlich unter ihm zerschellt, zerbrochen. Vielleicht lässt sich das auch immer zurück an Answon erinnern. Genau. Es ist wirklich traurig, dass wir dieses Modell zerstört haben. Nun, es gibt ein viel besseres in Belhanka. Wenn ihr es sagt. Ja. Wollt ihr es auch kaputt machen? Ich hatte es nicht vor, aber jetzt, wo ihr so interessiert davon sprecht, vielleicht in ein paar Jahren. Warum tut ihr das? Weil da unten ein Dämon stand und ich das als sinnvollste Möglichkeit gesehen habe, den Dämon möglichst schnell in die Niederhöhlen zurückzuschicken. Deswegen zerstört ihr ein unersetzliches Artefakt. Ja, es war nicht unersetzlich. Natürlich war es unersetzlich. Nein. Aber denkt ihr, Yubara kehrt zurück und baut ein neues? Nein, aber wir können später zurückkehren und ein neues bauen. Nun, es ist traurig, aber nun ja, sicher nicht so traurig wie der Tod einer Person. Richtig. Der Verlust von Answon schmerzt stärker als der Verlust dieser Konstruktion. Ja, so könnt ihr wieder zurück in das Dorf einkehren, wo euch die Mohahas weiter freundlich empfangen. Rafim und Diamantas sind sich wohl mittlerweile recht sicher, dass es sich um einen rotalemschen Dialekt handelt. Zumindest die Namen würden euch darauf hinweisen, denn die Namen sind auf alle Fälle rotalemidisch. Könnte man eventuell mehr herausfinden, wenn man Hoth Alem selber anläuft. Aber was das eigentliche Ziel dann von euch wird, nachdem ihr Kerubso dann verlassen habt, wird sich zeigen. Magister Kohlraab lässt sich die Bilder zeigen, nickt dann auch nur noch. Es gibt noch eine kurze Untersuchung des restlichen Etablissements. Wollt ihr noch irgendetwas mitnehmen? Ein Kopfkissen oder so etwas als Andenken? Ich würde gucken, ob er hier noch magisches Zeug hat. Und das wird natürlich gesichert. Also ich möchte gerne diese Tagebücher von Niobara und diesem Donatien, um irgendwie mir ein besseres Bild von den Personen machen zu können, denn dieser Donatien ist ja offenbar immer noch aktiv. Ja, zumindest ist er mit dem Bild und das Bild wechselwirkt ja mit euch. Ja, also er hat mit die Tagebücher Leuten geredet. Ihr könnt die Tagebücher auf alle Fälle einstecken. Ihr könnt natürlich auch die beiden Folianten mitnehmen, mit den Sternkundewissen. Und Boltax untersucht noch einmal das, gib mir mal einen W6. Soll ich dir auch einen Odem geben? Ja, genau. Okay, alles klar. Dann kommt jetzt erstmal. Würde ich auch mal machen, Spaß halber. Der Odem und ein W6. Dann kannst du damit das Haus analysieren und durchsuchen. Und du findest ein Horn. Ein Horn, was wohl magisch durchdrungen ist. Mhm. Sehe ich mit dem Odem irgendwelche Assoziationen? Dämonisch oder Einfluss. Dieses oder jenes? Einfluss. Einfluss. Oh, okay. Interessant. Ja, cool. Das, würde ich ja umhängen oder einstecken, je nachdem, wo es das Horn ist. Mhm. Und Almir fühlt sich sehr an die Sammlung der Geranden erinnert. Du denkst zurück an die Deodanten-Sammlung. Als du siehst, dass dort auch auf einer Vitrine, auf einem großen Kissen, ein Apfel liegt, der noch sehr frisch aussieht, aber wohl schon seit einiger Zeit dort liegt.
Ist der magisch? Ja, deswegen, also dein Odem hat, wie gesagt, dich diesen Apfel entdecken lassen. Sicherlich ein Artefakt. Dann würde ich ihn erstmal so ein kleines Beutelchen packen und dann mir an den Gürtel hängen. Ja. Oben auf dieser Galerie, die unser Verblichener zerstört hat, gab es da noch was zu sichern, zu sichten? Oder wurden die Schriftstücke vollständig zerfetzt? Nee, also du meinst die Galerie, das ist so das alles, was ihr da rausziehen konntet. Ja, einmal die Prophezeiung der wahren Jobara, beziehungsweise der wahren Erbin. Und wie gesagt, die Tagebücher, die Briefe, also das hat sich alles irgendwo da in diesen verschiedenen Schriften über die 3 Stunden, die ihr da jetzt gesucht habt, hat sich das finden lassen. Gut. Ansonsten, wie gesagt, die Sklavenfänger sitzen da immer noch angebunden mit gebrochenen Gliedmaßen an dem Stamm. Ihr werdet auch noch herausfinden, dass wohl noch 2 weitere Sklavenfänger, das ist Pancho, der hat von euch oben auf dem Dach, ich glaube, das war ein Schuss, ne? Von Diamantas hat er einen Schuss abbekommen. Nee, ich habe ihn gesomnigraviert. Er ist auch runtergefallen. Ich glaube, der ist oben auf dem Dach liegen geblieben, aber der hat auf alle Fälle 2 Wunden. Zwei oder 3 Wunden. Das war nicht der, den ich hatte. Genau, also du hattest einmal den von der Galerie runterstürzen lassen. Irgendwie mal war das. Und hier hinten hatten wir auch noch einen. Der ist auf dem Dach liegen geblieben. Also der wird dann auch von seinem Kameraden wohl gepflegt. Die restlichen Wachen und Sklavenfänger sind geflohen. Und das Dorf ist mittlerweile unter der Beherrschung der Feldsklaven aus Rot-Alem. Beziehungsweise mit diesem Dialekt. Damit, nach reichlicher Untersuchung, sicherlich nochmal 1 Stunde, die er dann beim Magiergrafen verbringt und das Ganze untersucht, sichert alles, was ihr mitnehmen müsst, könntet ihr wieder zurück antreten und durch den Limbus reisen. Eine Frage ich noch. Ja. Im Haus selber finden wir keine weiteren Bücher von Magiergrafen? Nein. Also noch irgendwelche uninteressanten Briefverkehre mit Fasar, Elborum, Oron, aber das ist alles uninteressant. Also ihr konntest überfliegen, irgendwelche Zahlen, irgendwelche Geschäftsverkehre und so. Können wir die Briefe finden, die er angesprochen hat, die er angeblich mit Dimiona gewechselt hätte? Hast du Zwergnase? Ja, das wäre cool. Nee, aber... Sind Zwerge, also, plus 15. Okay. Ich würde es auch versuchen. Nein. Zwergennase hilft, Freunde. Haha. Haha. Geschafft. Ja, du nimmst eine große Kiste mit zahlreichen Briefen. Müsste man auf dem Schiff wieder lesen. Das ist einfach jetzt zu viel. Du weißt auch nicht genau, ob da alles von Dimiona dabei ist. Aber das Kistchen war versteckt. Und das vielleicht irgendwas Interessantes dabei. Schreibtisch, doppelter Boden, das Übliche, man kennt es. Und müsste man sich in Ruhe dann untersuchen. Aber sicherlich dann auf dem Schiff. Ich glaube nicht, dass man das hier im Dschungel bei der drückenden Schwüle dann machen möchte. Nein, Zulamin klemmt sich die Kiste unter den Arm und meint zu Magistra Kohlraab: Ich hoffe, das ist in Ordnung, Magistra. Ich habe keine Zeit, jetzt seine ganze Korrespondenz zu sichten. Kein Problem. Rechnen wir auf. Gut. Ja, das klingt gut. Fass sie wieder an die Schulter. Raffi? Ja. Wir wollen. Ja, Diamantis schließt sich euch auch an. Und so geht es mit einem weiteren Gardianum, etwas Zauberkreide auf dem Boden und dem Sprung durch den Limbus zurück auf euer Schiff. Es ploppt einmal und ihr bekommt ein W20. Ein W20 minus 15. Sehr gut, Mittags. Tatsächlich 2. Genau, 2 also SPA, also ein SP. Ein, ja, ich glaube, Zulamin hat den meisten Schaden von Voltax bekommen heute. Wenn wir mal ans Wohn ausklammern. Ich wollte gerade sagen, ich habe auch den meisten Schaden von Voltax bekommen. Ja, stimmt. War das zwar nicht mehr so viel, aber... Dass Voltax mal in einer Runde den meisten Schaden an 2 Personen macht. Ja, vor euch könnt ihr sehen, wie Yalan gerade aus seiner Hängematte aufsteht und euch das Leuchten ist mittlerweile verklungen. Euch interessiert anblickt. Ihr seid wieder da. Ja. Wo ist der Große? Das ist eine ganz traurige Geschichte. Er wurde unter einer großen Steinplatte begraben, die ich vom Himmel regnen ließ. Er sieht einmal dich an, dann einmal Raphim. Nun, besser er als ihr. Ja, da teile ich eure Meinung. Da ihr relativ zügig wieder aufgetaucht seid, nehme ich an, ihr habt erreicht, was ihr erreichen wolltet.
Ja, ich denke schon. Hervorragend. Dann sollten wir wohl endlich zusehen, dass wir hier fortkommen. Hm? Ja, das klingt ganz gut. Habt ihr euch um den Ehrengast gekümmert? Ich habe mit Kanazitianer gesprochen. Er erarbeitet gerade noch Möglichkeiten eines länger wirkenden Schlafmittels. Mhm. Ansonsten hat der Mann nichts von sich gegeben, was mit dem ganzen Eisen und dem Kragen und dem Knebel auch nicht sonderlich schwierig war. Gut, dann macht er einen Vorschlag. Wo ist der nächste wichtige Tempel, zu dem wir ihn bringen könnten? Nun, der nächstbeste wäre selbstverständlich der Effan-Tempel in Charypso, aber je weniger Worte wir darüber verlieren, desto besser. Ansonsten, wenn wir nicht nach Alanfa zurückkehren wollten, wäre eine zuverlässige Landaufstelle vermutlich Hot Alem. Die Navigatorin sagt mir, es wären so, je nachdem wie der Wind steht, 2 Tage. Ist das ein großer Umweg, wenn wir Richtung meiner Insel wollen? Wie ich bereits sagte, ein Umweg von 2 Tagen hin, 2 Tagen zurück. Und also ein Katzensprung. Es ist vermutlich besser, als zurück nach Alanfa zu fahren, in Anbetracht der Umstände. Und wenn die Winde ungünstig stehen, können wir eine Woche brauchen, aber ich denke nicht dran. Außerdem wird es vielleicht uns allen ein wenig gut tun, wieder in irgendwie geordneten Umfeldern zu sein. Was meint ihr denn damit? Ich weiß wenig über diese Stadt. Ich hätte sie mir ähnlich vorgestellt wie Al-Anfa, nur kleiner. Odalem ist das Fürstprotektorat der mittelreichischen Krone. Und das heißt? Dass dort hoffentlich Zucht und Ordnung herrschen. Kann nicht Mord auf der Tagesordnung stehen. Nun, das klingt zumindest so, als könnte man ihnen einen Paktierer guten Gewissens anvertrauen. Dabei hätte ich mich bei dem Effa-Tempel in Charypso eher nicht so gut gefühlt. Gibt es dort einen Praios-Tempel? Aber selbstverständlich doch. Ja, ich würde es nicht selbstverständlich hier im Süden nennen. Ein Gesindetempel vielleicht? Der einzige Grund, warum der Varador und Meridianer seinen Sitz immer noch an der Anfang hat, sind interne Konflikte. Wusstet ihr, dass Abel mir gesagt hat, dass es nicht besonders clever ist, dass man runde Löcher in Praios-Tempel macht, weil das von der Statik irgendwie nicht funktioniert? Ich habe jetzt nicht selbst gesagt. Was der gute Abel mir dabei vergisst, ist, dass die Löcher einen Zweck haben, nämlich die Sonne hineinzulassen. Und er zitiert mich wiederum. Ich habe ihm auch gesagt, Löcher im Boden sind nicht so schlimm. Ich sagte, dass diese Löcher genau ausstabilisiert sind. Er sagte irgendwas von Ecksteinen und so. Vollkommener Mumpitz, meiner Meinung nach. Aber wie auch immer. Ja, also ich habe mich ziemlich viel gelangweilt. Nun, wie gesagt, ich habe mir die Freiheit nehmen lassen, bereits den Kurs zu planen, Captain. Wir sind allerdings noch nicht in Fahrt. Ich war nicht sicher, ob dies mit eurer Rückreise sonst kompatibel wäre. Nun, dann lasst uns aufbrechen. Je schneller ihr wechselt, desto besser. Ich muss euch noch etwas zeigen. Ich bin im Limbus auf eine sehr interessante Kiste gestoßen. Schaut mal. Und dann würde ich diese kleine Schatulle mit dem Raben, die ich ja im Limbus hatte, nochmal aufmachen und die Dokumente für alle ersichtlich ausbreiten. Papiere? Ja, im Limbus. Sag doch mal, ich nehme mir das Erstbeste heraus und schau mal kurz drauf. Gib mir nochmal auf die Sprünge, Frosty, denn ich weiß nicht mehr. Irgendwas mit Rabenmund. Ja, also das Siegel ist wohl nicht gebrochen, es ist aber der Rabenmundsche Raben drauf. Anzwin der Jüngere. Die haben ja 2 verschiedene Vögel mittlerweile. Das müsste der jüngere Rabenmund sein. Außerdem ist der Ältere tot. Ja, ich weiß. Wir waren alle dabei. Wo habt ihr die her? Im Limbus. Sie kam quasi auf mich zugeflogen. Nun, ich weiß nicht, was wir damit sollen, aber vermutlich ist es das Beste, sie an, wenn Angenbruch endlich mal ein Lebenszeichen von sich geben würde, ihn oder ansonsten vielleicht unter Jan Palegan zu übermitteln. Ich kenne da jemanden, der wird sich um die sichere Überführung kümmern. Erinnert euch an Midas? Oh, ich wollte ihm sowieso schreiben. Und er wird sich als vertrauenswürdiger Mittelsmann erweisen, da bin ich mir sicher. Na gut, wenn ihr meint. Ich wollte euch jedenfalls nur die Dokumente geben. Nun, ich denke nicht, dass sie für uns von Wert sind, aber vielleicht für irgendjemand anderen.
Das kann gut sein. Außerdem werden wir hoffentlich von Hodderlehm aus einen halbwegs zuverlässigen Kurierdienst organisiert bekommen. Nun, das bestimmt. Wenn dieses Hodderlehm, wie ihr sagt, so verbandelt ist mit dem Mittelreich, dann müssen hier öfter Schiffe zwischen Hodderlehm und, mittelreichischen Häfen verkehren. Nun ja, von dort ins liebliche Feld und von dort vermutlich nach Havena, wenn man so geneigt ist. Ja. Nun, von Havena ist es ja nicht mehr so weit in die schönen Angbara-Weiten. Aber gut, für den Moment haben wir andere Sorgen. Sehen wir natürlich. Zumindest loskommen. Ja, und so schippern wir los. Ja, Mann. Kapok hat gesetzt den Weg, Mann. Und so bricht ihr auf Gen Hodderlehm.